Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Hans-Georg Schaaf. Ich bin Koch, Küchenmeister und Diätkoch und Ausbilder. Ich darf über die Ernährung auf die Gesundheit einwirken und das tue ich mit den Produkten aus meinem Laden auch gern. Heute sind wir hier wegen Dosierung, Anwendung, Haltbarmachung des Fliegenpilzes. Fliegenpilz ist giftig. Was ist Gift? Was ist Gift? Die Menge macht, dass ein Ding Gift ist. Da ich keinen kenne, der durch Gras von der Wiese essen gestorben ist, glaube ich mal, dass Gras nicht giftig ist. Ich kenne keinen, der vom Fliegenpilz gestorben ist. Es gibt auch keine Fälle, die überliefert sind. Aus allen Zeiten und allen Gegenden dieser Erde gibt es keine überlieferten Fliegenpilzfälle. Trotzdem heißt der Pilz giftig. Er ist mystisch. Ganz viele Leute malen ihn, verschenken ihn symbolisch als Figur, Bild oder sonst wie. Wir haben alle Angst davon und alle haben wir keine Angst davon. Warum? Der Fliegenpilz ist ein Knollenblätterpilz. Das heißt, er hat unten eine dicke Knolle und oben unter dem Hut Blätter. Das ist ganz einfach, dann ist das ein Knollenblätterpilz. Es ist nicht der einzige Knollenblätterpilz. Der berühmteste und gefährlichste Knollenblätterpilz ist der, den die unwissenden Laien zuerst mit dem Champignon verwechseln. Das ist der weiße Knollenblätterpilz, dem gefolgt der gelbe und der grüne Knollenblätterpilz. Dann der Pantherpilz, der Fliegenpilz, der Perlpilz und der braune Wulstling. Wenn der Fliegenpilz aus der Erde kommt, weil er anfängt zu wachsen, dann hat er zuerst eine weiße Haut oben drüber. So ein bisschen schrumpeliges, weißes Zeug. Und dann weiß man noch nicht, welcher von diesen Pilzen da rauskommt. Wenn man so ein bisschen Ahnung hat, weiß man, was zuerst wächst, was später wächst. Aber wenn man keine Ahnung davon hat, lässt man von diesen kleinen Hexeneiern die Finger, weil man noch nicht weiß, welcher Pilz es ist und wie gefährlich das ist. Das, was man auf diesem kleinen Pilz weiß obendrauf sieht, das ist die eigentliche Haut. Nicht später das Rote, was viele abziehen, weil sie glauben, dass das die Huthaut ist, sondern dieses Weiße. Wenn der Pilz aufwächst und sich vergrößert, dann reißt diese Haut auf und bleibt als Felderchen zurück, lauter kleine Punkte. Um den Hutrand herum hängt dann dieses Zeug und um den Stiel herum ist auch ein Ring aus diesem Zeug. Und dieses weiße Zeug nennt man Velum. Es ist ein schaumförmiges Zeug. Fliegenpilz roh gegessen hat keine Wirkung. Einige kriegen Brechreiz, Übelkeit, Erbrechen davon. Das liegt in der Regel daran, dass der Fliegenpilz, der ja ein zersetzendes Wesen ist, in Konkurrenz mit dem Darm tritt. Wenn man das vermeidet, indem man im Darm einfach nichts drin hat, kann man diese Übelkeit, Erbrechen und Ähnliches auch vermeiden. Das heißt, wer Fliegenpilz auf leeren Magen nimmt, geht nahezu null Gefahr ein, Übelkeit, Erbrechen oder Ähnliches zu haben. Wenn man diesen Fliegenpilz jetzt isst, passiert nichts. Nach meinem Dafürhalten schmeckt er besser als Champignons. Und ganz häufig, wenn ich in Hamburg durch die Gegend gehe und Pilze sammle und jemand vorbeikommt und sagt, essen Sie die nicht, die sind giftig. Dann sage ich ja und beiße rein und die fallen fast in Ohnmacht. Ich versuche dann natürlich auch Werbung für den Laden zu machen und aufzuklären. Denn es hilft nichts, die Leute einfach nur zu schocken und als geiler Typ dazustehen. Es ist viel besser, denen zu erklären, warum ich das mache, wie ich es mache und was ich überhaupt mache. Das dauert dann nicht so lange wie hier. Die sind dann auch meistens schon zufrieden. Sie wollten ja auch nur vermieden haben, dass ein Unglück passiert. Sie wollten mir ja eigentlich nur helfen. Wenn ich also einen Fliegenpilz esse, passiert nichts. Mir ist noch nie was passiert. Ich mache das seit Jahren. Wenn dieses Velum oben auf dem Hut, am Hutrand oder am Stiel aber an die Finger kommt, trocknet es an den Fingern gleich an, zieht dann durch die Haut und da die Wirkstoffe des Fliegenpilzes erst beim Trocknen, Erhitzen oder Gären entstehen, entstehen beim Trocknen Wirkstoffe, die durch die Haut einziehen und machen dann, dass man eventuell sich nicht mehr zurechtfindet und sich verirrt und damit ein Fraß der bösen, wilden Tiere wird. Deshalb sollen ganz speziell Frauen und Kinder diesen Fliegenpilz nicht
anfassen. Außer Sie wissen, dass man unter dem Velum anfasst, über dem Velum anfasst oder einen Handschuh trägt. Oder Sie mögen diese Wirkung haben. Ich mag Sie auch. Wenn ich einen Pilz sammle, gibt es verschiedene Meinungen. Die einen sagen, dreh ihn aus der Erde. Die anderen sagen, schneid ihn ab. Der Fliegenpilz ist ein Knollenblätterpilz. Das heißt, er zeichnet sich unter anderem durch die Knolle aus. Wenn ich die abschneide, kann ich ihn nicht mehr eindeutig bestimmen. Deshalb bin ich dafür, immer, wenn ich Pilze sammle, sie rauszudrehen, danach zu putzen, auch wenn die Putzung vielleicht meine Fundstelle verrät, und dann nach Hause zu gehen. Und Pilze, die ich nicht kenne, lasse ich noch mit Erde dran und schreibe mir auch dazu, welcher Baum, Busch und ähnliches in der Gegend wuchs. Das ist sehr hilfreich zum Definieren, dass man hinterher nicht etwas isst, was giftig ist, was einen töten oder schaden kann. Und der große, böse, starke Bruder, der weiße, gelbe und grüne Knollenblätterpilz, sind definitiv in kleiner Menge schon tödlich und sollten dringend vermieden werden. Fliegenpilze gibt es nicht das ganze Jahr durch. Wenn ich diesen Fliegenpilz jetzt das ganze Jahr durch haben will, muss ich ihn haltbar machen. Wofür? Damit ich ihn habe. Wofür brauche ich ihn? Welche Wirkung hat der Fliegenpilz? Ich habe das erst schon angerissen. Er macht Dimensionswechselerfahrungen, Orts-, Raum- und Zeitwechselerfahrungen. Ich habe das häufiger gemacht, dass Kunden bei mir im Laden ein bisschen Fliegenpilz genommen haben, ein, zwei Tage später zu mir kamen und mir erzählten, wo sie den Pilz gesehen haben, wo sie sich gesehen haben. Dann bin ich ins Auto gestiegen, bin in die Gegend gefahren, wo ich die Pilze gesucht habe und ich weiß schon, wo ich welchen Pilz finde und welche Gegend ich denen zeige. Und die sagen, ja, da habe ich gesessen, das kann hier gewesen sein. Der Fliegenpilz macht tatsächlich, dass das Gehirn im Gehirn bleibt, aber die Seele, die wir beim Aufschneiden des Kopfes nie finden, rausgeht und durch Zeit und Raum läuft. Was? Das tun die, ja. Fliegenpilz hat aber auch noch andere sinnvolle Eigenschaften. Fliegenpilz fördert und heilt Schlaf. Fliegenpilz ist hilfreich bei der Kälteagglutinin-Erkrankung. Nachlesen. Fliegenpilz macht die Schleimhäute feucht und sollte deshalb in keiner Rauchmischung fehlen. Denn wenn die Lungenschleimhäute schön feucht sind, vorausgesetzt man hat genug getrunken, 60 Milliliter pro Kilo Körpergewicht und Tag, das heißt Körpergewicht mal 60 durch 16 Stunden, das ist ausreichend trinken. Alles darunter ist zu wenig, man stirbt nicht, aber es ist nicht gesund. Wenn man genug trinkt und man hat Fliegenpilz in der Rauchmischung, flimmern die Härchen der Lungengänge die kleinen Schadstoffe raus und hat Schi, ist der Filter Lunge wieder sauber. Und er ist natürlich sehr hilfreich als Aphrodisiaker, denn wenn er Schleimhäute feucht macht, macht ihm und ihr mehr Spaß. Freund von mir, Geologe, sitzt in Brasilien, hat mit seiner Frau irgendwann mal einen Sexshop aufgemacht und dann Guarana und Damiana und ähnliche Produkte, Maria Poama-Produkte verkauft. Und dann kriegten sie ganz bald das Feedback, der Mann will so doll und das geht doch nicht und das tut doch weh. Dann haben sie angefangen, immer kleine Kapseln Vaseline damit zuzutun. Fremden Leuten Fliegenpilz zu geben, die man nicht aufgeklärt haben, die dann nicht nur feuchte Schleimhäute, sondern auch noch Körperverletzungserfahrungen kriegen, das könnte Angst machen. Das soll man nicht tun. Ohne Information sowas zu machen, macht Angst. Angst ist immer nicht wissen. Wenn ich aus dem Flugzeug springe und ich weiß nicht, was da unten ist, habe ich Angst. Habe ich einen Fallschirm und mich über die Gegend erkundigt, weiß ich, was auf mich zukommt. Es kann immer noch höllegefährlich sein, aber ich weiß zumindest, was zukommt. Die Angst ist weg. Wissen macht Kopfschmerz. Er macht, dass man Raum und Zeit durchwinden kann, in Verbindung mit anderen Pflanzen sogar noch viel mehr Zauberkraft bis hin zum Berserkertrunk. Und er gibt Informationen. Wir haben das von Jochen Garzia gehört, dass
Gülle aus Südamerika durch das Schwein gegessen, getrunken, im Urin ausgeschieden, über den großen Atlantik gebracht, aufs Feld aufgebracht, noch Pilze dort wachsen lassen kann, noch Pilze dort wachsen lassen kann, die nie hier in Europa waren. Pilzsporen sind offensichtlich weltraumgängig. Nach meinem Wissensstand landen jeden Tag zwischen 24 und 35 Tonnen Pilzsporen auf der Erde. Pilzsporen sind wahrscheinlich die einzigen Aliens, die jemals die Erde erreicht haben. Alles, was auf dieser Erde lebt, egal ob Pflanze, Tier oder Pilz, scheint daraus entstanden zu sein. Ich glaube das. Und wenn man sich das vor Augen zieht, dass man den Pilzspore, die so klein ist, dass man sie nur mit einem Mikroskop sieht, so viel Informationsdichte hat, dass alles dieses daraus wachsen konnte, dann ist das schon fantastisch. Dann ist es auch verständlich, dass der Fliegenpilz der große Lehrer ist, der uns, wenn wir uns auf ihn einlassen, aus unserer Vergangenheit berichten kann. Und nicht nur aus unserer kurzen Vergangenheit, sondern auch über Jahrhunderte und Jahrtausende und Jahrmillionen. Ich bin nun nicht der Schamane, der das ausprobiert und lebt. Ich bin eher der Koch, der Fliegenpilz mag. Und wenn ich jetzt Fliegenpilz anbrate und esse, dann kann das für den einen oder anderen schon deutlich zu viel Wirkung sein. Und deshalb soll Fliegenpilz, wenn er der Speisung dient, idealerweise einmal abgekocht werden, das Kochwasser wird weggegossen, es wird noch einmal abgekocht, das Kochwasser wird weggegossen, im Zweifelsfalle ein drittes Mal und dann wird er gegessen, denn das Muskarin, die anderen Wirkstoffe sind wasserlöslich und damit weg, aber der Eiweiß- und Chitinanteil des Pilzes, der mir als Nahrung dienen soll, ist dadurch nicht verloren gegangen. Will ich also Fliegenpilz essen ohne eine geistbewegende Wirkung, muss ich ihn mehrmals abkochen, das Kochwasser jedes Mal weggießen. Das ist aufwendig, aber es gibt uns Speise. Wir leben in einer Gesellschaft zurzeit, wo wir so viel Luxus haben, dass wir uns darüber keine Gedanken machen können. Wir können jederzeit im Supermarkt gezüchtete Champignons essen. Wir brauchen das nicht. Dem Himmel sei Dank oder wem auch immer. Unseren Politikern? Oh, nein, keine Politik. Wenn ich den Fliegenpilz wirksam haben möchte, muss ich ihn trocknen oder erhitzen oder gären. Und das zeigt mir auch schon, dass es drei Möglichkeiten gibt, ihn zu konservieren. Ich kann ihn einfach kochen, heiß einwecken und habe ihn dann irgendwann später immer noch. Ich kann ihn in ein gärendes Produkt wie Bier oder Wein reinschmeißen, durchgären lassen und ihn dann irgendwann benutzen, oder ich kann ihn trocknen und benutzen. Das erste funktioniert sicher nicht gut, denn Fliegenpilz hat sehr unterschiedliche Wirkweisen, wenn er an verschiedenen Stellen steht oder in anderen Jahren wächst. Sogar Fliegenpilze nebeneinander können extrem unterschiedliche Intensitäten von Wirkungen haben. Woran liegt das? 1740 haben die Europäer angefangen, mit Kolchicin, dem Gift der Herbstzeitlose, Samen zu bestreuen. Und die damit behandelten Samen hatten die komische Erfahrung gemacht, dass sie ab sofort keine Zellzwischenwand mehr bilden konnten. Das heißt, die Zelle hat sich vergrößert, das Genom hat sich verdoppelt, aber es wurde keine neue Zellzwischenwand gebildet. Der Nachteil, die meisten Samen sind verreckt, weil geplatzt. Der Vorteil, einige neue Sachen sind rausgekommen, wie zum Beispiel Äpfel und Kartoffeln. Erst seit 1740 haben sie die uns bekannte Größe. Vorher waren sie so klein, dass sie in der Regel keine Rolle gespielt haben. Bilder vor 1740 haben keine Äpfel als Gegenstand. Auch religiöse Bilder nicht. Dort wurde die Alraune abgebildet. Eine kleine runde Kugel, die natürlich so klein ist, dass man sie fast nicht sieht. Dies ist der Anfang von ernsthafter Gentechnik, weil damit in das Genom eingegriffen wird. Pilze machen das schon immer. Zu Anfang verdoppeln sie ihre Zelle, bis sie so viel Grundvolumen haben, dass sie innerhalb von einer Nacht es schlicht und ergreifend verdoppeln können. Und daher kommt es, dass Pilze aus dem Boden schießen. Und man geht abends rum und sie sind noch nicht da und am nächsten Tag stehen sie groß da. Wenn ich die Zelle verdopple, verdopple ich auch die Inhaltsstoffe.
Sobald ich sie aufpoppe, ohne sie zu verdoppeln, verdopple ich nicht mehr die Inhaltsstoffe, sondern nur noch die Größe. Beim Pilz macht das durchaus Sinn, dass er relativ schnell ausreifen kann und seine Sporen weiter verbreiten kann. Denn wenn er vor Ausreifung gefressen wird, und das Wildschwein ist schnell, und der Pilzsammler auch, und der Hirsch, und wer auch immer da drauf aus ist. Das ist der Grund, warum der Pilz so schnell poppend wachsen muss. Deshalb ist der Pilz grundsätzlich ja auch ein Synonym für Sex, ein Phallus-Symbol. Auch wenn ich unter Fliegenpilz nie besonders mehr Lust hatte als sonst. Kann ich mich jedenfalls nicht daran erinnern. Da gibt es dann andere Pilze für, zum Beispiel die Trüffel, habe ich mir sagen lassen. Ich habe aber auch noch nie so viel Trüffel gegessen, dass das passiert. Das liegt aber auch daran, dass sie so teuer ist und ich das noch nie habe leisten können. Wäre mal ein Versuch wert, wenn es also einen Sponsor gibt, ne? Ich sehe am Fliegenpilz nicht, wann er angefangen hat, sich zu verdoppeln, zelltechnisch gesehen, oder wann er sich angefangen hat, einfach noch aufzupoppen. Deshalb weiß ich beim bloßen Hinsehen noch nicht, wie viel Wirkstoff in jeder Zelle von ihm ist. Und das macht es verdammt schwer, ihn zu dosieren. Wenn ich ihn als Rhaphrodisiaker benutze, ist das nicht ganz so schlimm, weil die Schleimhaut feuchtmachende Wirkung ist nicht ganz so doll an die Aufpoppung der Zelle gebunden, wenn ich recht informiert bin, nach meinem Wissensstand. Und wenn ich ihn als Rauchfeuchthaltemittel, also Lungenschleimhautfeuchthaltemittel benutze, dann ist es auch nicht so schlimm. Deshalb ist die sicherste, ungefährlichste und für Neugierige am besten zu handhabende Wirkung, die den Fliegenpilz erst zu trocknen, eine größere Menge Fliegenpilz gleichmäßig zu reiben, gleichmäßig durchzumischen und in die Rauchmischung hineinzutun. Rauchen ist ja die Zufuhr von Wirkstoffen in den Körper. Essen ist die Zufuhr von Wirkstoffen in den Körper. Trinken ist die Zufuhr von Wirkstoffen in den Körper. Rektal, vaginal ist die Zufuhr von Wirkstoffen in den Körper. Durch die Haut, aus Salbe oder Spritze ist die Zufuhr von Wirkstoffen in den Körper. Rauchen ist die sicherste Weise, Stoffe in den Körper zuzuführen, weil der unbedarfte Laie, wenn er denn langsam genug raucht, merkt, wann genug Wirkung da ist und aufhören kann. Und ein Überdosieren dadurch nahezu unmöglich wird, außer wird in einen Raum eingesperrt, in dem Rauch herrscht, und er stirbt an der Rauchvergiftung. Alle Leute, die gegen Rauch reden und gegen Rauchen reden, sind sich dieses Umstandes in der Regel nicht bewusst. Nebenbei bemerkt, Nikotin hat durchaus eine sinnvolle Wirkung. Es beschleunigt das Gehirn. Wenn ich es manchmal rauche, je häufiger ich es rauche, je mehr ich rauche, desto weniger ist diese Wirkung da. Das ist der Grund, warum die meisten Leute rauchen. Nicht Sucht, denn wenn es Sucht wäre, würde ich dem keinen Nikotinspritze, Pflaster, Kaugummi oder Nikorette geben. Wenn ich also eine Rauchmischung habe, egal welche, und ich tue Fliegenpilz hinzu, ist das gut für meine Schleimhäute der Lunge, wenn ich denn genug getrunken habe. Und sie wird weniger geschädigt, weil die Schadstoffe abgehustet werden können. Es geht auch für Rauchmischungen, die man nicht raucht. Ist mir vollkommen egal. Ja, auch. Auch Räucherung auf dem Tisch, ne? Auch da ist es sinnvoll. Vielen wird auffallen, dass dieser Geruch vom verräucherten Fliegenpilz an Menschenfleisch erinnert oder an Fleisch überhaupt. Nicht umsonst nennt man das Vieh Rabenbrot oder Rabenspeise. Wenn ich es nicht rauchen will, ist die Dosierung getrocknet, gerieben, gemischt. Zwar besser als ein einzelnes Stück gegessen, aber immer noch nicht gut, weil man nicht genau weiß, wann, wo, welches Teil ist. Würde ich es vergären oder einzuckern, hätte ich das gelöst. Denn jetzt habe ich eine einheitliche Charge. Nehme ich also den Fliegenpilz frisch oder getrocknet in eine gärende Flüssigkeit, Bier oder Wein, Grundsubstanzen sind dabei egal, müsste ich mir klar machen, wie viel Kilo Pilzmasse ich auf wie viel Liter Flüssigkeit tue. Da gibt es natürliche Grenzen, zu denen man aufsteigen kann. Ich glaube, mehr als 300 Gramm ist nahezu unmöglich.
unter 10 Gramm sollte zu wenig sein. Wie viel man reintut, ist ja egal, denn es geht ja nicht darum, dass man meinem Rezept folgt, sondern hinterher eine einheitliche Charge hat, nachdem man sie abgepresst hat. Die Flüssigkeit ist ja jetzt einheitlich und mit der kann man vorsichtig anfangen zu dosieren. Und da fängt man lieber vorsichtig und ganz klein an, denn die allerwenigsten von uns sind schon 99 und werden morgen sterben. Dementsprechend bitte in ganz, ganz kleinen Mengen anfassen. Und wann immer man anfängt, Fliegenpilz aus diesem Grund zu nehmen, sollte man sich bewusst sein, dass der Geist den Körper verlassen kann. Wenn der Geist den Körper verlassen kann, ist daraus zu folgern, dass der Körper ohne Geist hier rumliegt oder läuft oder tut. Dann kann dem Körper was zustoßen, weil der Geist nicht drin ist. Das ist eine zwingende Voraussetzung dafür, einen Tripsitter zu haben, der den Körper bewacht. Nicht mit dem Revolver, sondern der dabei ist. Damit verhindert, dass man rausgeht und mitschwimmt im Strom, der sich bei genauerem Hingehen als Verkehrsstrom entpuppt. Dass man nicht runterspringt von der Brücke in den Fluss, der sich als Schienenverkehr entpuppt. Dass man nicht rausgeht und jemanden umarmt, der sich für den Nicht-Betroffenen als Laterne bezeichnet. Und wenn man dann nur ein Hemdchen anhat, gibt es tatsächlich fürsorgliche Mitmenschen, die dann die Herren in Weiß rufen. Und wenn man dann wieder wach wird in der Psychiatrie und denen erklären muss, was passiert ist, kann das durchaus Unangenehmes seinen Folgen haben bis hin zum Entzug des Führerscheines. Was natürlich auch impliziert, dass man solche verantwortungsvollen Aufgaben wie mit der Bohrmaschine bohren, Auto fahren oder Ähnliches nicht tut. Und jetzt wird es kompliziert. Der Fliegenpilz wirkt nicht gleich. Jedenfalls nicht immer. Wenn ich einen Hammer habe und ich habe einen Nagel und ich haue mit dem Hammer den Nagel in den Baumstamm, dann ist der Nagel weg. Das geht schnell, das sieht jeder, das kann jeder nachvollziehen. Das ist gefährlich, da hält man die Finger von weg, sonst tut das Aua. Wenn ich ein Stück Zellophanfolie habe, mit der ich eine Schale abdecken kann, in der ein Essensrest ist, ist das Ding so leicht, so dünn, so durchsichtig, so schnell zu zerreißen, dass es von einem Lufthauch weggeweht werden kann. Landet das auf der Nase, kann es trotzdem tödlich sein. Was ich damit ausdrücken will, ist auch, dass zarte Sachen nachhaltige Wirkung haben können. Und weil Fliegenpilz eher etwas Zartes ist, zum Beispiel im Gegensatz zum Psylo, der ziemlich schnell, ziemlich kräftig, ziemlich deutlich und gut berechenbar wirkt, 1,5 Stunden warten, 4 Stunden Wirkung, 1 Stunde Erholung, das ist klar, nehme ich ansatzweise genug Psylo, habe ich dann 4 Stunden lang echt ein richtiges Ding, ein Problem, um irgendwo sinnvoll Auto zu fahren, ist der Fliegenpilz ganz anders. Er ist nicht hammerhart und schnell und wirksam und berechenbar. Es kann sein, dass die Fliegenpilzwirkung gleich kommt, dass sie am Abend kommt, am nächsten Morgen, im Laufe des Tages, im Laufe des nächsten Abends, am übernächsten Morgen, am übernächsten Tag, im Laufe des übernächsten Abends und manchmal erst 4, 5 Tage später rückblickend schauend erkennbar, dass Zeit oder und Raum auseinandergegangen ist. Wer das mit einer zu großen Dosis anfängt, kann erhebliche Probleme in seinem normalen Leben kriegen, ohne dass es ihm bewusst ist, während er unter Fliegenpilz ist. Und hinterher nur bewusst wird, wenn ein Tripsitter da ist, der ihn vernünftig aufklärt, ansonsten wird er als dumm, dämlich oder sonst wie abgestempelt, was man vermeiden sollte, wenn man mit anderen Leuten zusammenlebt. Deshalb, Leute, wann immer ihr den Fliegenpilz zu euch nehmen wollt. Und ich habe nichts dagegen, in kleinen Mengen zu anfangen. Ihr habt genug Zeit in eurem Leben, um es stärker werden zu lassen. Es kann passieren, dass man ein paar Stunden später mit der Bahn fahren will und auf dem Bahnsteig kommt auf einmal ein riesiger Fliegenpilz entgegen. Wir sind ja nicht doof, wir haben ja nicht viel genommen und mir ist sofort klar, das ist die Bahn, aber oder eine nette Frau sitzt mit mir traut zusammen und die Flammen der Kerzenlichter werden auf einmal zu Fliegenpilzen. Das Sonnenwendfeuer Feuer wird zu einem rauschenden Fliegenpilz.
Sicher, wenn man am Auto fahren, auf dem Lenkrad Fliegenpilze tanzen, weiß ich, ich habe zu früh Auto gefahren. Deutlich zu früh. Wenn ich das Zeug alkoholisch vergäre, habe ich Alkohol. Alkohol ist ein ganz geiles Lösungsmittel. Es ist eins der, Wasser ist ein besseres Lösungsmittel, es löst absolut alles, es ist das absolute universale Lösungsmittel hier auf dieser Erde. Aber häufig ist es nicht so schnell und so intensiv wie Alkohol. Alkohol ist super schnell, super intensiv, es löst Führerscheine, Beziehungen, Arbeitsverträge, Wirkstoffe. Aber dann kann ich den Fliegenpilz einfach in Alkohol schmeißen. Ja, das kannst du. Und dann konserviert der Alkohol den Fliegenpilz, aber im Alkohol ist noch kein Wirkstoff. Denn die Fliegenpilzwirkstoffe sind extrem freundlich, wasserlöslich. Warum vergäre ich ihn denn dann? Wenn ich einen Fliegenpilz-Tee mache, hält der nicht lange. Und wenn ich morgen wieder mit derselben Dosisfindung anfange wie heute, komme ich nie dazu, irgendwann mal mehr zu trinken. Das heißt, ich darf ihn nicht in reinen Alkohol legen, weil dann hilft der Alkohol nur, den Pilz zu konservieren. Aber ich habe die Dosierung noch nicht in den Griff gekriegt, die Vereinheitlichung der Charge nicht in den Griff gekriegt. Und wenn ich den Alkohol dann trinke, bin ich breit, aber nichts vom Fliegenpilz. Wenn ich den Fliegenpilz esse, dann kann wieder die eine Ecke mehr und die andere weniger sein, weil so doll tauscht sich das im heilen Pilz gar nicht aus. Also muss ich es vergären. Ich muss es also in etwas Saftiges, also zuckerhaltiges Wein- oder Bieransatz tun, da die Hefe zu, da den Pilz rein und dann geht das. Und wenn die Charge lang genug halten will, soll, muss ich genug Alkohol haben. Das ist Minimum 12-14%. Und das dauert locker 2-4 Jahre, bis es fertig ist. Und dann nochmal 2-4 Jahre, bis es schmeckt. Ich kann das vorher trinken, aber dann ist das unreif und eventuell nicht gut harmonisiert. Ich weiß also jetzt schon, dass die nächsten 4 Jahre zu mir einen Laden kauft, bevor ihr dann euer eigenes Zeug trinkt. Ja, yeah, das war gut. Und dann hatte ich ein etwas überraschendes Erlebnis. Ein inzwischen verstorbener Freund von mir, der gesundheitliche Probleme hatte, sollte dein Li-Shi oder Li-Shai oder Ring-Shi oder Reishi-Pilz oder wie der heißt, also diesen glänzenden Lack-Prohling nehmen. Seine chinesische Heilpraktikerin hat ihm das empfohlen. Die Viecher sind sowas von hart, dass man sie nicht essen kann. Man kann sie reiben, dann fliegen die Sporen durch die Gegend, die können in die Lunge kommen, da können sie Schaden anrichten. Er kam auf die Idee, dass ich da ein Wein draus mache. Wisst ihr was? Ich fand die Idee geil. Fass, Honig rein, Hefe rein, Wasser rein, Pilz rein, Deckel drauf. Ich weiß, dass das Zeit dauert, der kam in die Ecke. Dann kam eine E-Mail zurück, das ist nicht zustellbar. Er wäre verstorben. Dann bin ich umgezogen in einen neuen Laden. Dann haben wir eine Inventur gemacht. Meine Frau sagt, ach, hier ist der Ring-Ski-Pilz. Mach doch mal auf. Und da drin war es weiß. Und es schmeckte sauer. Es hatte nur 6-8%, 9% Alkohol gegeben, statt erwarteten 19, 18. Der Pilz hatte den Honig gefressen. Und zwar schneller als der Hefepilz. Ihr lacht. Ich habe selten dämlich geschaut. Und dann war mir klar, wenn man Pilze in Wein reintut, ne, dann fressen die den Wein auf. Wenn man Pilze in Honig tut, fressen sie den Honig auf. Das geht nicht. Dann kam eine gute Freundin von mir. Sagte, du Hans-Georg, wenn ich den Fliegenpilz, ich will ja keinen Alkohol, ich bin Alkoholikerin, still und so und weiß ja, wie das ist und ich versuche das zu vermeiden. Und wenn ich dir den Zucker tue, sag ich, du, der Pilz wird den Zucker fressen und da hast du hinterher irgendwas Saures, bäh und hart und. Und wenn ich das trotzdem probiere, sag ich, zeigst du es mir danach? Und wisst ihr was? Das tat sie. Und das war geil. Der Pilz hat den Honig nicht gefressen, den Zucker nicht gefressen, sondern sie hat so viel Zucker raufgetan, dass der Pilz einfach gefressen wurde, also zersetzt wurde. Und da hatte ich Sirup. Und den habe ich probiert. Leute, wenn man das wirklich aktivieren will, ne? Hefen aktivieren, glaubt mir. Und dann ist die Flasche geplatzt. Also bei ihr zu Hause. Bei mir nicht, weil das kannte ich schon seit vielen Jahren, dass die Gärung entsteht, man es ein bisschen offen lassen muss. Deshalb habe ich immer entweder einen Verschluss, der sich heben kann,
jetzt hier für den Transport nicht, wobei alle, die es angefasst haben, werden wissen, ein bisschen klebrig, ist schon ausgetreten, habe ich immer diese Gäraufsätze oben drauf. Es ist schlau, den Gäraufsatz drauf zu haben, denn wenn ich den nicht drauf habe, ne, dann kommen Insekten rein, dann führt das zu Essig und Bär und Doofliegen, also Essigfliegen. Wenn ich es fest verschließe, also so eine Sektflasche, ne, die könnte das aushalten. Es ist gut, so einen Gäraufsatz drauf zu haben. Wenn ich das richtig treffe, genug Zucker auf den Pilz, dass der Pilz von dem Zucker zersetzt und ausgezogen wird und nicht andersrum, liegt bei etwa 1:2 von Jahr zu Jahr und Ort und Ort und Stand zu Art unterschiedlich, braucht man ein Händchen für, aber versucht es trotzdem. Wenn man den einzuckert, dann entsteht trotzdem nebenbei noch Gärung. Denn diese Viecherchen, diese Hefen, also Pilze, also Schimmel, also ist ja alles dasselbe. Die sind überall in der Luft, die kann man gar nicht wegkriegen. Reinraum haben wir nicht. Und trotzdem fängt es an zu gären. Das heißt, ganz ohne Alkohol geht's nicht. War mir vorklar, ihr auch, aber sie wollte wenig. Aber es bedeutet auch Überdruck. Wenn ihr so das Zeug macht, macht das mit einem Gäraufsatz obendrauf. Und im Gäraufsatz darf kein Wasser sein, denn wenn es einen Unterdruck gibt, Temperaturschwankungen und so, kommt das infizierte Wasser unten rein. Also irgendein Töpfchen mit Deckelchen, nicht diese alten Röhrchen, wo man Wasser reintun muss. In die Töpfchen mit Deckelchen soll man auch Wasser reintun, tut die aber nicht, das Deckelchen ist schon schließend genug. Deshalb die nehmen, die relativ breites Töpfchen haben, mit einem relativ flachen Deckelchen und nicht die mit einem ganz schlanken Töpfchen, wo oben Deckel kleine Ränder sind, damit das reinkriechen kann. Also muss man aufpassen, welche man nimmt. Ihr könnt bei mir am Stand gucken, wie die aussehen. Gibt es von der Firma Rauner, glaube ich. Die stellen die als einzige her, das sind die besten, muss man so sagen. Und bevor es da Fehlkauf gibt, ist das da schlau, das zu sagen. Und dann zieht der, kannst du bei mir dann wissen, dann zieht der Zucker aus dem Pilz die Flüssigkeit und dann setzt sich der Pilz, weil ja leicht gärt, nach oben hinab und unten haben wir Sirup. Idealerweise haben wir so unten einen Auslauf dran, der nicht aus Plastik besteht. Nein, Pilz und Zucker. Nein, Zucker und Pilz. Doch, ja, Zucker und Pilz. Ja, mehr Pilz, Zucker als Pilz. Zucker und Pilz. Also eigentlich nur Zucker und halber Pilz. Nochmal? Ein Kilo Zucker und halber Pilz. Ja, bingo. Pilz? 1:2. Mehr Zucker als Pilz. Und Wasser ist da gar nicht drin. Nein, nichts, was ich zugesetzt hätte, sondern das, was im Pilz ist. Wenn der Pilz schon angetrocknet ist, ne, muss mehr, weniger Zucker rein. Wenn der Pilz ganz besonders nass ist, weil es gerade geregnet hat, etwas mehr Zucker. Das ist Kunst. Gären geht auch. Einfach einen frischen Ansatz gären und rein. Beim Bierbrauen darf man den Pilz sogar mitkochen, weil die Inhaltsstoffe nicht verfliegen. Hauptsache, ich habe eine einheitliche Charge, mit der ich dann ganz, ganz langsam anfange, in kleinen Dosen. Und die ersten 4-5 Male soll ein Tripsitter dabei sein. Man soll auch am nächsten und übernächsten Tag nicht allein sein. Wenn man dann weiß, was man macht, wenn man den Pilz kennt, das ist gut. Und dann steht das zu Hause rum und irgendein Besuch kommt und der nimmt was davon und man merkt das nicht. Und dann? Ein guter Freund von mir, ihr werdet ihn ja nicht wiederkennen, weil er nicht kennt, war dann mal der Meinung, zu viel Pilz nehmen zu müssen, Fliegenpilz. Der wurde dann im Stadtpark in Hamburg angetroffen, wie er mit Bauklötzen spielte. Große Bauklötze, die niemand sah außer er. Was glaubt ihr, was die Folge davon ist? Wir haben hier da so einen Fall, 112. Können Sie mal bitte kommen? Das kann man vermeiden. Die Leute sind gar nicht böse auf einen, sie machen sich Sorgen. Viel mehr Leute machen sich viel mehr Sorgen um einen, als man gemeinhin glaubt. Ganz speziell, wenn man hilflos erscheint. Ganz speziell, wenn man hübsche, große Augen oder besonders jung ist, noch Welpenschutz besitzt. Wenn so ein alter Sack wie ich irgendwo in der Ecke rumhängt, dann denken sie alle, der ist besoffen und dann lassen sie ihn liegen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist normal. Je jünger ihr seid und je hübscher ihr seid, desto eher wird euch geholfen. Bringt euch bitte nicht in die Situation, dass euch gegen euren Willen geholfen werden muss. Ein anderer. Da kamen sie auf einmal in einer großen Horde auf ihn zu. So klein. Mit Leitern, Bohrmaschinen, Hämmern, Zangen und ähnliches. Haben ihn geentert, sind hoch in seinen Mund und haben ihm die Zähne zersetzt.
Seitdem putzt der. Der Pilz kann uns was beibringen. Meistens nicht so spektakulär, meistens ganz sanft. Er ist eher ein Blatt, das fliegt. Ein Blatt Zylophan. Ein Blatt Plastikfolie. Was nicht ungefährlicher ist. Aber man muss aufmerksam sein. Und man muss Zeit und Lust haben, sich auf ihn einzulassen. Und dann alle Herren unter uns, wenn ihr jetzt denkt, eure Frauen, und ihr gebt ihnen ein bisschen Pilz, und dann sind die schön feucht. Dann habt ihr alle recht. Aber sie kriegt Angst, wenn sie nicht weiß, was passiert. Und Angst frisst Seele auf. Angst vor sexueller Stigmation, vor sexueller Missbrauch. Angst kommt dazu, dass Frauen wenig trinken. Denn wenn sie dafür, dass sie Sex haben, dass sie Lust haben, bestraft werden. Und bis 1923 wurden Frauen in Deutschland, die onaniert haben, die Schamlippen abgeschnitten oder 12 Vater unserer Buße verhängt. Das macht Angst. Das macht, dass sie nicht mehr trinkt, damit sie uns nicht anfassen muss, damit sie Tropfen halten kann, weil es eh wenig genug ist. Das macht Angst. Macht euren Frauen keine Angst. Gebt ihnen das nicht heimlich. Das ist echt total neben der Spur. Wenn ihr Frauen das mit eurem Mann macht, ne? Es ist euer Mann, malt ihn grün an. Aber seine Schleimhäute werden nicht feucht, denn der hat da keine. Jo, Dosierung. Vorsichtig. Also wie viel? Weniger. Pilz von Jahr zu Jahr ist unterschiedlich. Es gibt keine einheitliche Regel. Der Übung hat, kann schnell mal eine größere Menge machen, weil der Körper weiß, was passiert. Er hat sich an das Tier gewöhnt. Der Pilz weiß, was er mit dem Körper macht. Er hat sich auch an ihn gewöhnt. Naja, zum Teil jedenfalls. Zu Anfang bitte ganz wenig. Viel Spaß. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, los, ja? Warum kann man den getrockneten Pilz nicht mehr verzehren? Du kannst ihn verzehren, aber du kannst ihn nicht dosieren. Weil du nicht weißt, wie stark der Pilz wirkt. Kann ich mich dampfen malen? Kannst du, aber es ist immer noch nicht einheitlich. Und davon ein Teil nehmen. Du kannst das versuchen. Außerdem, du kannst natürlich ins Essen schmeißen, zum Beispiel. Das ist ein wunderbarer Gewürzpilz. Steinpilz auch. Ich liebe aber Steinpilz mehr als Gewürz im Essen, weil das gibt dann keine Nebenwirkungen. Und wenn dann Kunden zu mir in den Laden kommen, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Es ist schwer. Ja, aber es ist schwer zu dosieren. Und jetzt ist der Pilz ein Zersetzender. Und wenn du es Risotto isst, hast du was zu Zersetzendes. Und da kommen Magen, Darm und Pilz in Konkurrenz. Das hört sich sehr nachtschattenmäßig. Das hört sich sehr nachtschattenmäßig. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Nachtschatten hat ein komplett anderes Wirkungsspektrum. Macht die Schleimhäute nicht feucht, sondern extrem trocken. Macht die Pupillen ganz hart. Macht ganz andere Arten von Körperverletzungserfahrung und gibt keine Informationen über Jahrtausende wie Fliegenpilz. Ich meine, an der Unmittelbarheit und der. Also, ich sag mal, bei Ernst und Redeker sind es, man nennt es Pseudo-Halluzinationen. Nochmal sind es? Pseudo-Halluzinationen. Okay, halt, ich habe ein Problem. Wenn hier zwischen uns jetzt gleich eine Dampfeisenbahn in der Größenordnung durchampft, würde ich das unzweifelhaft als Halluzination bezeichnen. Wenn draußen ein Flugzeug fliegt und ich die Schrift nicht lesen kann und ein Fernglas nehme und auf einmal die Schrift auf dem Flugzeug lesen kann, ist das keine Halluzination. Der Fliegenpilz macht in der Regel erstmal keine Halluzination. Er macht Körperverlassenserfahrungen, Orts-, Zeit-, Raum- und Dimensionswechsel. Er ist sogar das Gegenteil oder Gegenpol für einige Wirkung von Nachtschattengewächsen. Die Mundschleimer trockene Wirkung gegen die Mundschleimer feucht machende Wirkung aufheben. Nein, er ist nicht vergleichbar mit Nachtschattengewächsen. Frage zielt darauf ab, bin ich mir während der Warnung bewusst? Nein, bist du nicht. Ja? Irgendwas, was der Fliegenpilz bevorzugt, wo er gerne wächst, also Bäume oder sowas? Birke in der Regel, aber auch Eiche. Nee, da hinten. Mit der alten Gebrauchsform, mit dem, dass man es erst einen gibt und dann den Urin zu sich nimmt. Ja. Also wenn ihr da nicht Wein draus machen wollt, wenn ihr kein Bier draus machen wollt, wenn ihr es nicht trocknen wollt, wenn ihr keinen Honig machen wollt,
dürft es gern mir geben, dann trinke ich ganz viel. Und der männliche Teil der Bevölkerung geht raus und ich mag meinen Urin gern den Frauen geben, sie dürfen es gern in den Mund nehmen. Wir haben heute was ganz Geiles, was wir früher nicht hatten. Wir haben Glasgefäße, die mit Gummidicht schließen und ähnliche Sachen. Es hatten wir früher nicht, wir hatten höchstens Holzgefäße. Da hat man schneller gegammelt und schneller verdunstet, als es konnte. Denn so viel Honig gleichzeitig zu haben und so viel Fliegenpilz gleichzeitig zu haben, um da was zu machen und dann mehrere Jahre zu haben, da war über die Hälfte schon weg verdunstet. Nein, das konnte man früher nicht tun. Das hat man früher natürlich andere Wege gefunden. Und wenn ich kein festes Haus habe, wir haben einen extremsten Luxus, feste Dach über dem Kopf, feste Wände, festen Boden, fließend Wasser in der Toilette, fließend Wasser im Waschbecken, Zentralheizung, es geht uns sowas von unanständig. Ständig extrem gut ist, gar nicht auszuhalten. Wenn ich dann irgendwo in der Walachei habe, ein Zelt, wo ich große Gefäße nicht mit mir mittragen kann, da ist es natürlich probat, denjenigen, der sich eh mit übersinnlichen Sachen auseinandersetzt, dazu zu nötigen und dann kann man den Ekel, Urin zu trinken, zu überwinden oder Rentierpisse zu trinken. Natürlich ist das schön, dass es dann so auch geht. Natürlich ist das heute faszinierend, dass man das damals machte. Natürlich ist es ein deutliches Zeichen der Enthemmung, wenn man eine Frau so weit bringt, dass sie freiwillig bereit ist, das beste Stück in den Mund zu nehmen und ihm was Gutes zu tun. Aber die anderen Möglichkeiten sind heutzutage viel besser zu handhaben. Für mich schon, wenn die Frau das tut. Es hat den Vorteil der Dosierung, weil das Zeug nahezu wirkungsverlustfrei weiterverwendet werden kann. Das ist tatsächlich richtig. Es geht durch den Menschen oder das Tier durch und der Urin ist genauso wirksam wie das Zeug vorher, aber jetzt habe ich eine einheitliche Charge. Ja, das ist richtig. Das ist vollkommen richtig, da hast du recht. Aber ich sehe es nicht als zu empfehlen an. Ja? Also Sie nehmen den ganzen Pilz. Ich habe immer gedacht, Sie nehmen nur das Velum. Nein, das Velum ist das, was bei mir in der Haut antrocknet. Und dann kriegt man es nur vom Antrocknen schon als Wirkung. Deshalb wird davor gewarnt, der ist gefährlich. Deshalb darf man ihn nicht anfassen. Und deshalb ist der Spruch, kleine Kinder dürfen Fliegenpilze nicht anfassen, vollkommen richtig. Also den ganzen Pilz? Der ganze Pilz hat Wirkung. Es gibt keinen Teil des Pilzes, der weniger Wirkung hat. Ja? Kann ich nicht mehr Pilze sammeln und dann Pulver draus machen? Das hatten wir doch eben. Das ist erstens scheiße zu dosieren. Zweitens isst du dann irgendwas dazu, dann hast du mehr im Magen, da gibt es Übelkeit, aber das ist zwar eine Möglichkeit, aber nicht optimal. Nee, da hinten war erst was. Ja, Sie hatten vorhin gesagt, dass der Fliegenpilz sich einfach auf den Schlaf auswirken soll. Ja. Können Sie da genau was sagen zur Anwendung bei Schlafstörungen? Das ist so einfach nicht zu sagen. Wir müssen ein bisschen wann anders uns mal unterhalten. Es gehört hier so in die Öffentlichkeit nicht rein, weil es zu sehr in die Heilwirkung reingeht. Und ich bin ja der Koch. Regelmäßig in kleinen Mengen. Okay? Mit dem Arzt abgesprochen. Und wenn der Arzt okay sagt, damit er das handhaben kann, dann tust du es. Wenn du Schlafstörungen hast, gehst du bitte erstmal ins Schlaflabor und suchst die Ursache, um sie zu beheben. Jetzt war 1, 2, 3, 4, ja, fang einfach mal an. Ich habe letztes Jahr 72 Fliegenpilze gesammelt, kleine Stücken getrocknet, war jetzt zu Hause nicht ausprobiert und wollte ich jetzt irgendwann mal rantasten, ich gehe noch. Mach's rauchen. Mach mit dem Rauchen. Ja. Du merkst am schnellsten, wann was kommt, wie es wirkt und kannst wieder aufhören. Mhm. Und es ist nicht so lange belastend, ja? Dann direkt dazu. Das heißt, wenn man es raucht, dann kommt die Wirkung auch relativ direkt. Zeitnah, ja. So wie beim Essen, dass man sagt... Ja, es kommt sehr schnell die Wirkung und man kann auch schnell wieder runter sein. Es dauert nicht so lange. Okay. Wer war das noch? Ja? Ich wollte fragen, wenn man den braten würde, gibt es dann gewisse Kräuter, die besonders gut damit harmonieren? Du willst einen Fliegenpilz braten zum Essen. Habe ich das verstanden? Ja, Petersilie, Schnittlauch nicht, Petersilie, Liebstöckel. Liebstöckel finde ich immer extrem gut für Pilze. Ja, genau. Es schmeckt nur ein bisschen besser, finde ich. Leicht schärfer allerdings auch. Die Frage habe ich befürchtet und ich wollte das eigentlich nicht auf den Pantherpilz ausdehnen, weil das Thema heute heißt der Fliegenpilz. Ja, was der Fliegenpilz verspricht, hält der Pantherpilz. In Überdosierung kann der Pantherpilz tödlich sein. Deshalb ist mit dem noch viel vorsichtiger umzugehen. Ja? Ja? Also nochmal kurz für
für mich als Verständnis. Ich sehe ein paar Pilze, die ich gefunden habe aus dem Wald, die schon aufgeflogen sind. Ja, egal wie weit sie sind, ich nehme sie hoch. Wenn ich sicher bin, das ist jetzt der Fliegenpilz. Ja. Dann packe ich sie in ein großes Glas und mache doppelt so viel Zucker drauf. Ich würde sie erst zerschneiden, damit die Zucker schneller an den Pilz kommt. Okay. Und dann mache ich das Glas so zu, dass die Luft entweichen kann. Oder? Überdruck entweichen kann. Okay. Ja? Kein Aufkochen. Ich kann ihn auch kochen. Aber dann muss ich es haltbar machen. Dann müsste ich sozusagen von dem großen Sud, den ich gekocht habe, ganz viele kleine Gläschen fest verschließen und dann... Der ist vom letzten Jahr. Von der Wirkung her egal, wie lange. Nach 2-3 Monaten ist es sicher egal. Solange das Glas und der Deckel heil ist. Es kann ja gären, es kann Überdruck geben. Es kann schimmeln, den muss man abschöpfen. Aber Schimmel ist eigentlich eher unwahrscheinlich bei der Zuckerkonzentration. Überdruck kann gären, aber ansonsten, solange das Ding heil ist. Gibt es ein gesammeltes Wissen auf der Schrift? Nein, werde ich auch nicht tun. Oh. Nein, auf keinen Fall. Das pürierst du dann? Wiederholung? Das pürierst du? Nö, pürieren ist zu fein. Du wirst sie abpressen. Wenn du es zu fein machst, geht es durch Zug durch. Abpressen, okay. Du wirst dann hinterher auf der einen Seite die trockene Masse haben, auf der anderen Seite den Sirup, den du mit Wasser mischst als Limonade, ne? Du kannst das obere auch essen. Aber es ist nicht so einheitlich wie das da unter. Okay, und abpressen würde bedeuten, dass ich das obere irgendwann entferne und dann nur noch diese klare Flüssigkeit habe. Richtig, Sirup okay. Nennt man das. Und dann nehme ich so ein Löffelchen. Weniger. Ja, so ist das Versand, viel wenig ist. Habe ich doch. Noch besser geht's doch nicht. Jedes Jahr hat der Pilz eine andere Konzentration. Ich müsste doch erst die Konzentration wissen, bevor ich dir sagen kann, wie viel. Fang mit weniger an. Was ist denn daran so schlimm, mit einem Tropfen heute anzufangen? Fang mit weniger an. Es ist nicht schlimm, du hast genug Zeit. Es läuft dir nichts weg. Weniger. Komm runter an den Stand, da kannst du einen trinken, kostet dich 10 Euro. Wenn ich jetzt weniger probiert habe, wirkt gar nicht. Dann doppelte? So mutig wie du bist, ne? Also von einem Tropfen auf zwei Tropfen ist das Doppel nicht so viel. Von 100 Tropfen auf 200 Tropfen ist auf einmal die Verdopplung ziemlich viel, oder nicht? Das ist relativ. Ja, wenn es erst in mich gewinnt. Du bist mutig, du bist über 18, du bist ein Mann, du musst da durch, du bist erwachsen. Ja, da dürft ihr unten am Stand was von trinken. Ja, ich gebe euch so wenig, dass es nicht gefährlich ist. Holt bei zarten Damen manchmal auch weniger empfehlen.